Das Ticken. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich hab's. Das Ticken der alten Uhr. Gott. Zerschellt vor ihrem inneren Auge. Die Splitter lösen sich und verblassen allmählich. In Stille. Arthur hat den Brief wohl aus einem Grund hier versperrt. Lesen. Mein liebster Arthur. Ich kann kaum erwarten, dich wiederzusehen. Der Duft von deinem letzten Besuch liegt noch immer in der Luft. Wie die Note, die bleibt, nachdem das Orchester aufgehört hat zu spielen. Sie füllt mich mit Träumen, Gefühlen und Verlangen nach dir. Weiterlesen. Manchmal möchte ich weg von Wien, mich mit dir durch Europa und weiterziehen. Mit jedem Jahr spürt man förmlich, wie die Raffinesse dieser einst so raffinierten Stadt entgleitet. Die immer gleichen Ideen, Echos aus der Vergangenheit. Wien verliert sich. Doch die Stadt, ihre Bewohner, es kümmert sie nicht. Sie sehen zu, warten ab, anstatt etwas zu unternehmen. Ich muss trinken. Und zwar eine Müllermilch. Aber kurz Pause. So, sorry, aber das strapaziert meine Stimme doch ein wenig. Ich will nicht hier sein und zusehen müssen. Ich habe gehört, Berlin sei die Zukunft. Voll Schönheit und Hoffnung. Ja, Berlin, ganz bestimmt voll Schönheit. Lass uns einmal hinfahren. Was denkst du? Bitte schreib rasch. Deine Gerät. Eine andere. Arthur. Hey, Alter. Das ist ein alter Professor. Was erwartest du? Das ist bestimmt schon 50 Jahre alt, der Brief. Hockt schon lange drin. So, und jetzt? Mal sehen. Die Komposition kommt gut voran. Da sind schon einige gute Passagen darin, aber es ist noch einiges zu schreiben. Ein Liebesbrief von einer gewissen Grete. Ich hasse sie. Diese Schlampe. Mein Lieblingsgedicht ist drin. Der Panther von Rainer Maria Rilke. Ein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe. So müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ach, das kenne ich. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ein dunkles, starkes Tier hinter Gitter. Der Klang eines einsamen Klaviers. Und dahinter Stille. Ja, hast du wieder was geschrieben? Sehr schön. Der Zustand in einer Veränderung kann mit einer sekundären Veränderung konserviert werden. Die Veränderung über den Verlauf eines Liedes. Kann man das Gefühl dieses Wechsels ausdehnen? Der Wechsel von schnell zu langsam. Vielleicht indem ich... Ja! Schön. Das ist großartig! Was ist das? Gedichtband, also Mandel. Die Melodie ist schon in meiner Komposition. Die Tonfolgen sind seltsam. In diesem Brief beschreibt jemand die Aufführung im Salon. Die Worte formen sich vor ihrem Auge zu einem Bild. Die Leute halten den Atem an und starren mit leuchtenden Augen auf sie. Weichen erst nach zurück, doch kommen dann näher. Sie hört nur die Schritte, die Gläser in den Händen, die Blicke, alles auf eines hin. Eine Harmonie, die nur die Melodie, das Thema stützend umgibt. Wie könnte ich... Ja, so... Sehr schön. Ich kann meine Augen kaum mehr offen halten. Vielleicht sollte ich mich hinlegen. Aber es ist nicht genug Zeit. Schlafen. Ich werde einfach morgen früh aufstehen. Um die Zeit gut zu machen. Ich hätte echt kein Bett, die Alte. Was ist los mit dir? Geh ins Bett, verdammter Scheiße.
Bitte nicht wieder ein Arthur-Traum. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte wach auf dem Telefon. Schön. Was? Hallo? Leos? Guten Abend. Wie immer. Nein, ich bin nicht Leos. Nein, ich bin nicht Leos. Was wollen's? Da mache ich jetzt eine andere Frauenstimme. Ich kann nur eine. Du weißt es wirklich nicht. Nicht wahr? Was willst? Hast du jemals daran gedacht, was du willst? Nach Hause zu meinen Eltern? Will erfolgreich sein? Mit Arthur zusammen sein? Ach, meine Scheiße. Ich will mit Arthur zusammen sein. Endlich. Endlich sprichst du davon, was du willst. Denkst du wirklich, du kannst mit ihm zusammen sein? Du hast doch den Brief gelesen. Mein Lied wird ihn überzeugen. Gut, dann machst du dich besser wieder an die Arbeit. Wien verdient ein letztes Konzert, bevor es verbombt wird von mir. Ja, es ist ja noch leiser geworden jetzt. Sehr schön. Tag 4. Der Sturm! Es ist hier! Er ist hier! Oh nein, 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 nein! Kann ich den Sturm, den Donner, den Blitz, kann ich sie ausblenden? Geht weg! Nein! Diesmal geht das nicht! Okay. Hoffentlich hält die Hütte in dem Sturm. Der Sturm wird mich ertränken. Ja, wäre dann noch theatralischer. Arthur wird nie mehr mit mir sprechen. Ich werde nicht fertig. Ich werde von Wien fort müssen. Ich kann so nicht schreiben. Arthur wird nie mehr mit mir sprechen. Hoffentlich hält die Hütte in dem Sturm. Ich kann so nicht schreiben. Arthur wird nie mehr mit mir sprechen. Machst du jetzt nochmal irgendwas? Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich darf es nicht von meinen Ängsten kontrollieren lassen. Vielleicht kann ich sie auch ausblenden. Ich muss es versuchen. Aber dann höre ich vielleicht keine Melodien mehr. Da. Hört auf! Die Stimmen werden lauter. Hört auf! Die Stimmen verstummen allmählich. Hört auf! Ich kann es schaffen. Noch verblassen die Worte, als sie plötzlich etwas bemerkt. Ihr Herz schlägt in einem steten Rhythmus. Sie fühlt den Atem in ihrer Lunge. Den Sauerstoff in ihren Adern. Und die Wärme in ihren Fingerspitzen. Ein vergänglicher Rhythmus. Ja, ja, das ist gut. Okay. Und jetzt? Hilfe? Genau betrachten. Meine Geige. Mit all ihren Kratzen, Kerben und Blessuren. Ich habe sie damals von Papa bekommen. Und Otto hat immer versucht, sie zu stehlen. Wie es wohl ihm und den Eltern geht? Eine Melodie. Natürlich. Ich spiele einfach. Die Musik wiederholt sich, die Muster tun folgenden Rhythmen, die Wilma schon etliche Male gespielt hat. Nie wirklich überraschend, beinahe schon langweilig. Die Töne klingen noch lange später in ihrem Kopf nach. Okay. Erinnerungen an all die Male, wo sie wie jetzt dastand und nur spielte. Nie notierte Harmonie. Vielleicht ist jetzt deren Zeit gekommen. Na, Hauptsache irgendwas da rein. Wilma schreibt die Harmonie auf. Okay. Das war ja famos. Die Nadel ist verschlossen schon wieder. Vielleicht hat man noch neue Blumen gepflanzt, wo Schlüssel drin sind.
Ich liebe den Regen am Fensterglas. Das beinahe stille Klopfen der Regentropfen gegen Glas hält eine magische Symmetrie in seiner Mitte. Eine zarte Melodie fühlt sich ganz nah an. Errungenschaft freigeschaltet ihr. Eine innere Symmetrie. Ah, toll. Das ist gut. Ah, ne. Das ist gut. Das war das letzte Blatt Papier. Aber ich bin noch nicht fertig. Das Finale fehlt noch. Muss ich das noch aufschreiben? Auf meine Haut vielleicht. Irgendwie muss doch Platz für ein paar Noten sein. Nein. Wo bekomme ich jetzt nur Papier her? Ich hab kein Papier. Da steht zu viel drauf. Auch etwas Unbeschriebenes. Nein. Ich brauche richtiges Notenpapier. Die Rückseite ist noch unbeschrieben. Ich brauche das Papier. Tut mir leid, Arthur. Allein der Anblick dieses Werkes erhält schon ihr Gemüt. Das ist mein bisher bestes Lied. Die Melodien fließen durch ihren Kopf. Draußen regnet es. Jetzt noch eine Widmung. Leos? Ach, warte, da kriege ich eh nichts mit. Für meinen Mentor Arthur. Intuitiv Liebe? Nein. Der meine Musik erst ermöglicht hat. Wollt ihr nicht vor den Leuten peinlich machen, ne? Das ist es also. Das Lied des Löwen. Okay. Ende? Aha. Wien, großer Musikvereinssaal. Der Musikvereinssaal ist gesteckt voll. Die Lieder von Schönberg, Mahler und den anderen wurden schon gespielt. Eine Spannung liegt in der Luft. Es kommt mir vor, als wäre heute in ganz Wien hier. Jetzt ist nicht die Zeit, nervös zu werden. Hoffentlich habe ich meine Unterwäsche ordentlich angezogen. Das Lied des Löwen. Die Töne und Melodien scheinen sich von den Instrumenten zu lösen. Werden von den weiten Blicken getragen. Erinnern an etwas Vertrautes weit weg. Ziehen das Publikum mit sich. Brennen mit dem Verlangen, sich loszureißen. Bestehen in einem Gefühl der Veränderung in just den Moment fort. Und klingen nach einer warmen Stimme von weit weg. Die beruhigt. Und verhallen schließlich in einem hoffnungsvollen Irgendwann. Errungenschaft, ein Liebling, Liebeslied. Okay. Ach, wie schön. Klatsch, klatsch, klatsch. So eine liebliche Melodie. Der Vorhang fällt, Wilma verlässt die Bühne. Und ward an diesem Abend nicht wieder gesehen. Ende. Das ist ein seltsames Ende. In der nächsten Episode von The Lion's Song.
Kunstszene. Ein junger Artist mit einzigartigen Gaben. Ich sehe Leute anders. Ich sehe tote Menschen. Episode 2, Anthology. Hier. Ach, das ist ja mal schön. Wirtschaftsagentur Wien. Premium Games, Bear Institute. Ja, das sind die Credits. Das finde ich ehrlich. Technical Direction, Tobias Schirlitz. Something, bla bla bla. Tascha Pittauer Art. Das finde ich mal eine schöne Credit Scene, ganz ehrlich. Warum kann es nicht immer so sein? Exit nicht, Exit. Quantic Lab. Aha. Quantic Lab sagt mir irgendwas. Traders und Videos, Nuclear Engine, Framework und Core Technology, Stefan SRB, Creative Direction und Writing, Gregor Eigner, Executive Production. So, ich hoffe, ihr konntet meine Stimme ein wenig ertragen. Machen wir hier Ausgang. Und dann wieder auf dem Startbildschirm. Gut. Das ist übrigens kostenlos auf Steam. Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Also die erste Episode ist kostenlos. Die nächsten sind noch nicht da. Und werden wahrscheinlich dann etwas kosten. Weil man hier nämlich einen Season Pass kaufen kann. Der kostet 10 Euro. Falls ihr dann also Episode 2, 3, 4 auch noch haben wollt. Kostet euch das 10 Euro. Ansonsten... Ja, sag mal so, ich habe mich ein bisschen drüber lustig gemacht, aber so schmalzige Storys, ja, wenn sie zu schmalzig sind, dann ist das nichts für mich. Aber es war ganz nett, sag ich mal so. Und vom Design her ist es eigentlich echt gut. Ein bisschen diese Pixel-Optik alter Spiele, 8-Bit-Optik oder was auch immer. Ganz nett. Und falls euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Ansonsten gebt auch gerne einen Daumen runter, falls euch nicht gefallen hat, falls meine Stimme auf den Sack ging. Wahrscheinlich bin ich denn nachher auch heiser, weil das ziemlich anstrengend war. Aber egal, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Und ob ich die nächste Folge Episode 2 mache, kommt auch an, ob das hier gut ankommt oder nicht. Wenn es nicht gut ankommt, dann lasse ich das. Dann erspare ich das meiner Stimme. Ja, das war's. Endwort. Bis dann. Tschüss.